Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder ein besonderes Video und zwar in 2 Wochen geht die Zweitligasaison hoch und so langsam wird es wirklich mal Zeit für eine Prognose. Ihr wisst es, immer so 2-3 Wochen bevor die Liga beginnt, gibt es von mir eine Prognose, um einfach mal zu schauen, wie ich die Liga einschätze, wie ich die einzelnen Teams und die Kader dieser Teams einschätze und heute geht es damit los in die erste Zweitliga-Prognose von mir. Und ich werde das heute wie folgt machen. Ihr seht hier von mir schon im Hintergrund diese Tierliste. Ich habe diese Tierlist mal in verschiedene Kategorien aufgeteilt, indem wir die einzelnen Teams einsortieren. Zum einen Meister und Aufsteiger, Relegation, Platz 4 bis 9, Platz 10 bis 15, Relegation und Absteiger. Und in diese Felder werden wir jeweils die einzelnen Teams einsortieren, sodass wir am Ende so eine Abschlusstabelle raus haben. Und ganz, ganz wichtig zu sagen ist, dass es sich dabei um meine eigene Meinung handelt. Ne? Es ist noch recht früh in der Saison. Bei einigen Teams kann man noch nicht ganz die Richtung erkennen, wohin es denn geht, weil die Kader noch nicht fertig sind. Zum Beispiel bei Hertha, dort steht der halbe Kader noch nicht mal fest. Und von daher wird es spannend zu sehen. Ich werde zu jedem Team so 2-3 Sätze verlieren. Und es ist ganz wichtig, es ist meine Meinung. Falls ihr eine andere Meinung habt, rein damit in die Kommentare. Und ich würde jetzt sagen, verlieren wir zu viel Zeit. Lasst uns ganz unten anfangen. Ich arbeite mich von unten nach oben durch und wir fangen an bei den beiden Absteigern. Mein erster Absteiger ist Wehen Wiesbaden. Ich finde allgemein, dass die Aufsteiger in der Saison nicht ganz so stark sind. Wehen Wiesbaden ist ein Verein, wo ich sagen muss, dass sie einen sehr sympathischen Trainer haben. Also Markus Kauschinski, ich halte viel von ihm. Ich finde, dass er ein super Trainer ist. Zum Beispiel die Relegation, die war überragend. Wehen Wiesbaden hat in der Relegation gezeigt, dass sie gegen gute Zweitligisten gewinnen können. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass es reicht. Erstens, es sind einige Abgänge, die anstehen. Zum Beispiel in Buken NC, der zu Hannover gegangen ist, oder Benedikt Hollerbach, der zum Beispiel zur Union gehen könnte. Der Deal ist noch nicht ganz durch, aber ich glaube nicht, dass Wehen Wiesbaden jetzt auch noch mit den Verlusten es wirklich schafft, sich in der Liga zu halten. Ich glaube aber trotzdem, dass Wiesbaden für die ein oder andere Überraschung, vor allen Dingen für die Teams ganz oben, immer gut ist. Ich glaube aber nicht, dass es, wie gesagt, in die Saison reicht. Denn ich finde, die zweite Liga, wenn wir uns hier mal die Teams angucken, ey, die ist unfassbar stark. Und wenn du da nicht konstant gut bist, dann reicht das nicht. Und von daher sage ich, dass Wehen Wiesbaden als 18. Platz absteigen wird. Und der 17. Platz, den sortiere ich auch hier unten mal in die Kategorie ein, ist für mich der SV Elversberg. Ich glaube nicht, dass Elversberg die Klasse hält. Ich muss sagen, in der letzten Drittligasaison haben sie richtig überrascht. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Ich muss sagen, mit eher schwächeren Mitteln, mit einem eher schwächeren Kader, mit einem eher unerfahrenen Kader, haben sie wirklich in der dritten Liga überzeugt. Auch der Trainer macht einen souveränen Eindruck. Und ich muss sagen, es ist an sich ein Team, das guten und effizienten Fußball spielt. Elversberg sehe ich aber trotzdem nicht auf dem Niveau, dass sie wirklich die Klasse halten können in der zweiten Liga, denn jetzt geht es darum, wirklich die Qualität zu haben und Elversberg hat sich in dem Transferfenster nicht wirklich verbessert. Sie haben einige Drittligaspieler verpflichtet, aber ansonsten wird genau dieses Gerüst aus der vergangenen Drittligasaison die kommende Saison angehen. Wie gesagt, ich glaube, für 1-2 Siege wird es reichen, denn unter Steffen gab es auch immer wieder gute Siege, zum Beispiel gegen Bayern 04 Leverkusen, das ist kein Scheiß, die haben ja da zuletzt den Pokal gewonnen letzte Saison und von daher glaube ich, dass es nicht Platz 18 wird, aber nicht mehr als Platz 17. Das ist meine erste Prognose, denn die Konstanz, wirklich gute Leistungen an 34 Spieltagen zu zeigen, haben sie nicht. Kommen wir mal zur Relegation, das heißt zu Platz 16. Mein Platz 16 ist der VfL Osnabrück. Moment, ziehen wir den mal hier rein. Ich glaube, der VfL Osnabrück kommt auf Platz 16. Einige gute Transfers haben sie gemacht, definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, auch, dass das ein Team ist, wo Potenzial besteht. Als zuletzt unter Schweinsteiger, das haben sie meiner Meinung nach gut gemacht. Sie haben Moral, also man muss sagen, ich habe das ja selber verfolgt, das war ja, glaube ich, der Samstag, ey, da haben sie ein 2:1 noch irgendwie in der Nachspielzeit geschaffen gegen Borussia Dortmund 2. Das Team hat unfassbare Moral und ich glaube, das wird Osnabrück so ein bisschen tragen. Moral, die Fans, die auch hinter der Mannschaft stehen, von daher glaube ich nicht, dass sie direkt absteigen werden, aber für mehr als Platz 16 reicht die Qualität in dieser guten Liga einfach nicht. Von daher Osnabrück, Platz 16. Aber ich glaube auch, dass wenn sie in die Relegation kommen, sie tatsächlich auch über die Relegation die Klasse halten. Ja, kommen wir mal zu Platz 15. Ich versuche es mal etwas schneller zu machen, das dauert bei mir noch etwas lange. So, Platz 15 ist für mich Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat meiner Meinung nach etwas unverständlich den Trainer gewechselt. Also ich verstehe nicht, warum die den Trainer gewechselt hat. Ich war eigentlich von Schiele recht überzeugt, fand ihn recht gut bei Braunschweig. Ja, ich finde auch von den Transfers her geht es deutlich besser. Aber ich glaube, Braunschweig, ey, die werden doch zufrieden sein, wenn sie die Klasse halten. Von daher Braunschweig, Platz 15, wäre mein Call für Eintracht Braunschweig. Kommen wir mal zu Platz 14 und da gibt es für mich schon die erste Überraschung. Platz 14 wird für mich der erste FC Kaiserslautern sein. Kaiserslautern
schätze ich nicht ganz so stark ein wie letzte Saison. Trotzdem eine gute Platzierung für Kaiserslautern. Ich finde aber trotzdem, dass man die Form, die man in der vergangenen Saison in der Hinrunde hatte, in der Rückrunde nicht mehr so richtig bewiesen hat und dass da so ein bisschen der Charme dann weg war bei Kaiserslautern. Und ich glaube, dass das in der kommenden Saison wieder der Fall sein wird. In der Hinrunde wird man einige Siege holen, aber in der Rückrunde wird die Leistung immer und immer mehr abflachen. Ich glaube nicht, dass Kaiserslautern wirklich nochmal einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Ich glaube, dazu reicht es in dieser Saison einfach nicht, denn die Liga ist stärker geworden, Hertha, Schalke und viele Teams, auch im Mittelfeld, zum Beispiel in Magdeburg, haben sich echt stark verbessert. Von daher glaube ich nicht, dass Kaiserslautern nochmal so eine gute Saison spielt, obwohl ich es mir wirklich wünschen würde für Kaiserslautern, definitiv. Kommen wir zu Platz 13. Mein Platz 13 ist Greuther Fürth. Ja, Greuther Fürth ist so ein Verein, der gibt mir momentan nicht so wirklich ein Gefühl, wo ich sage, ja, die spielen den Aufstieg mit, oder wo ich sagen kann, nee, die steigen ab. Ich finde, Greuther Fürth ist wirklich momentan die Definition von Durchschnitt. Nach dem Abstieg ja in der vorletzten Saison haben sie einen absoluten Fehlstart unter Schneider hingelegt. Das war überhaupt nicht gut, was sie dort gezeigt haben. Dann haben sie sich wieder gefangen unter Zorniger. Ja, sie haben sich verbessert, definitiv. Und ich glaube auch, dass Greuther Fürth wieder für den einen oder anderen Sieg gut sein wird. Aber ich glaube nicht, dass von Anfang an die Konstant da ist, wirklich ganz oben mitzuspielen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Platz 13 vielleicht etwas zu pessimistisch für Greuther Fürth ist, dass da durchaus noch zwei, drei Plätze mehr drin sind. Aber ich sehe momentan viele andere Teams einfach vor Fürth und von daher Fürth auf Platz 13. Und das gleiche gilt ja gefühlt auch für Platz 12. Platz 12 für mich ist Holstein Kiel. Holstein Kiel unter Marcel Rapp ist eine Mannschaft, die jetzt vor einem Mini-Umbruch steht. Also viele Leistungsträger sind gegangen. Zum Beispiel eben Fabian Reese, der zu Hertha BSC gegangen ist. Aber ich muss sagen, die haben ein überragendes Transferfenster. Die haben echt gut Transfers getätigt. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich wieder um Platz 3, 4 oder 5 mitspielen. In den vergangenen Saisons haben sie sich, wie gesagt, ja, muss man sagen, einfach über Wasser gehalten, haben gute Leistungen ab und zu gezeigt, haben zum Beispiel am letzten Spieltag Hannover 96 komplett überzeugend geschlagen, aber andererseits kriegen sie dann wieder eine richtige Klatsche gegen zum Beispiel Paderborn. Also es ist einfach unfassbar schwer, Teams wie Kiel oder Fürth so richtig einzuschätzen. Von daher Kiel auf Platz 12. Platz 11 ist für mich Hansa Rostock. Ich finde, Hansa Rostock ist jetzt eine Mannschaft, die ich jetzt nicht auf Platz 15 einschätzen würde. In der letzten Zweitligasaison war es knapp. Es war wirklich knapp. Aber jetzt haben sie einen Trainer, Alias Schwarz, von dem ich sogar recht viel halte. Ich finde, der war bei KSC oder bei Sandhausen ja mehr oder weniger souverän. Von daher glaube ich, dass Hansa Rostock sich mehr über Wasser halten wird. Ein paar gute Transfers haben sie auch noch gemacht. Und ich denke mal, alle Rostocker sind Platz 11. Also damit werden sie auch alle zufrieden und nehmen sie alle mit Kusshand an. Und von daher glaube ich auch, dass Rostock und Platz 11, dass das so passt. Mehr oder weniger ein Durchschnittsteam. Möglicherweise geht es eher etwas nach unten als nach oben. Aber ich glaube, Hansa Rostock mit den Transfers, mit einer souveränen Vorbereitung mit dem neuen Trainer, das wird auf jeden Fall klappen. Man muss sagen, letzte Saison lief einiges schief. Man hat da einen eigentlich souveränen Trainer gefeuert, durch Patrick Löckner ersetzt. Und dann waren die Ergebnisse nicht so, wie man es vorgestellt hat. Und dann war man unten im Abstiegskampf dabei. Wichtig wird sein, dass Hansa Rostock immer die Ruhe bewahrt. Also das konnten sie in den letzten Jahren eigentlich ganz gut, aber letzte Saison hat das irgendwie nicht so gut geklappt. Okay, gut, kommen wir zu Platz 10. Platz 10 ist für mich Hannover 96. Eigentlich hatte ich Hannover 96 noch zwei, drei Plätze höher, aber es ist halt eben Hannover. Ich glaube, Hannover, die werden ein paar gute Spiele wie immer haben. Andererseits verlieren sie dann wieder gegen Elversberg. Also so ein Ding wird das bei Hannover. Sie haben eigentlich einen guten Kader. Sie haben mit Stefan Leite auch einen guten Trainer. Aber sie kriegen ihre Qualitäten nicht ganz auf den Platz. Und dann verlieren sie zu Hause wieder irgendwelche Spiele, wie zum Beispiel gegen Holstein Kiel, wo man sich fragen kann, wie das sein kann. Und dann stecken sie zeitlang wieder im Abstiegskampf dabei. Also ich glaube, bei Hannover 96 wird das wieder so ein Zwischending. Das ist einfach nicht für ganz oben reicht, dass sie aber auch die Qualität haben, sich von da unten komplett fernzuhalten. Hannover 96 ist damit für mich momentan die Mitte der Tabelle. Weil ich glaube nicht, dass man sich jetzt nach den letzten Jahren schon auf das ganz obere fokussieren kann. Aber sie haben gute Transfers gemacht. Zum Beispiel EC von Wien Wiesbaden ist Top-Transfer. Sie haben guten Kader, gute Spieler haben sie ja immer mit dabei. Wenn sie ihre Defensive wirklich stabilisieren und da diese ständigen Fehler abstellen, ja, vielleicht geht es dann doch noch etwas höher. Naja, kommen wir mal zu Platz 9. Platz 9 ist für mich der erste FC Magdeburg. Die haben sich krass verbessert. Christian Tietz ist ein Trainer, von dem ich unfassbar viel halte. Das wisst ihr. Die Leute, die meine Streams sehen, die wissen, dass Christian Tietz meiner Meinung nach echt ein guter Trainer ist. Ich halte viel von ihm. Er zieht seinen Stil eiskalt durch. Ich glaube auch, dass Magdeburg mehr als Platz 9 erreichen kann. Die haben sich in dieser Transferphase wirklich stark verbessert, haben einen guten Mix aus Erfahrung und jungen Spielern. Und ich glaube, zum Beispiel mit Ahmed Aslan, Barış Artık, das sind ja super Spieler, die sie da haben. Dass das
reicht auf jeden Fall für einen guten Platz in der zweiten Liga. Davon bin ich überzeugt. Aber ich bin gespannt, wie die Neuzugänge sich machen. Magdeburg, mein Platz 9. Mein Platz 8 ist damit der SC Paderborn. Ich glaube, Paderborn wird nicht so gut sein wie in der vergangenen Saison. Ich glaube, dazu reicht es unser Quasi-Gott nicht mit der Konstanz. Die werden wieder gute Spiele haben, definitiv. Viele gute Spiele werden dabei sein. Sie werden sich wahrscheinlich nicht in jedem Spiel belohnen. Davon gehe ich jetzt schon aus. Und ja, diesmal ist die Liga da oben einfach zu stark. Hertha, Hamburg, Schalke, das ist einfach etwas zu stark. Mein Platz 7 ist der 1. FC Nürnberg. Ich glaube, Nürnberg, die werden sich jetzt etwas erholen. Also ich denke mal, dass sie etwas besser spielen werden als in der vergangenen Saison. Denn jetzt steht der Trainer schon von Anfang an fest. Es ist Christian Fjell. Es ist ein Trainer, der zuletzt bei Dynamo Dresden, beziehungsweise was heißt zuletzt vor 2-3 Jahren bei Dynamo Dresden war. Dort, wie ich finde, gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube, es wird etwas besser aussehen. Ich denke aber, dass Platz 7 wahrscheinlich doch etwas zu hoch gegriffen ist und dass man sie doch 2-3 Plätze nach unten einsortieren sollte. Trotzdem, Hannover ist es ähnlich, wie ich es mit Hannover 6-9 sehe. Nürnberg hat die Qualität zu überzeugen, sie haben gute Spieler, haben auf den Transfermarkt auch, wie ich finde, gut zugeschlagen. Jetzt stehen vielleicht auch einige Abgänge im Raum. Ich glaube, Duar stand jetzt kurz vor einem Wechsel nach Bulgarien, soweit ich das gelesen habe. Damit habe ich mich noch nicht mehr befasst. Von daher muss man mal schauen. Nürnberg, Platz 7 wäre es momentan meine Prediction. Kann aber auch sein, dass man sie noch 2-3 Plätze nach unten einsortieren kann. Ich denke mal, höher als Platz 7 wird es für Nürnberg auf jeden Fall nicht. Machen wir mal jetzt etwas schneller. Platz 6, Karlsruhe. Lars Stinde, ich muss dazu glaube ich nicht viel mehr sagen. Gute Transfers, Christian Eichner. Ich gucke mir einige Karlsruhe-Spiele an. Ich gucke mir ja viele Karlsruhe-Spiele an. Die spielen teilweise wirklich gut. Also es ist krass. Ich finde, die spielen teilweise wirklich gut. Die zeigen immer gute Spiele gegen zum Beispiel Hamburg, wo sie dann auch immer Punkte holen. Sie haben ja Hamburg geführt im Alleingang letztes Jahr den Aufstieg versaut. Von daher ist ein Team Platz 6 souverän. Einige Spiele werden dann wieder etwas schwächer sein, sage ich. Es geht nach oben für Karlsruhe. Platz 5 ist Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf wird etwas zu stark eingeschätzt. Ich sehe immer, dass einige sagen, Düsseldorf steigt auf, Düsseldorf steigt auf. Ja, es kann durchaus sein, aber ich glaube, dass momentan die Liga einfach oben zu stark ist und dass Düsseldorf ja bei den Abgängen noch nicht ganz für Ersatz mehr gesorgt hat. Ich finde, auf einigen Positionen geht auf jeden Fall noch was. Bei einigen Positionen steht auch noch gar nicht fest, wie Düsseldorf dort auftreten wird. Thune ist ein guter Trainer. Düsseldorf unter Thune ist meiner Meinung nach ein Team. Ja, da geht auf jeden Fall was nach vorne. Die entwickeln sich auch Saison für Saison weiter. Ich glaube aber, in dieser Saison reicht es wieder nicht für den Aufstieg. Ich muss aber sagen, Düsseldorf hat durchaus echt auf einigen Positionen das Potenzial, gut besetzt zu sein. Aber wie gesagt, Kabrovnik ist noch nicht klar, ob der bleibt. Ja, Kovnacki ist gegangen zu Werder Bremen. Ich glaube einfach, dass sie diese Abgänge nicht ganz auffedern können. Mal sehen. Ich bin gespannt. Kommen wir zu Platz 4. Platz 4, Pauli. Pauli ist für mich Platz 4. Fabian Hürzeler hat eine überragende Rückrunde. Also, das war ja wirklich 10 Siege am Stück. Das war ja schon fast wieder Rekordzeit. Ja, es war meiner Meinung nach top. Ich halte von Hürzeler auch recht viel, was Pauli da in der Rückrunde gemacht hat, das war überragend. Am Ende ging so ein bisschen die Puste aus, hat man dann gemerkt, zum Beispiel beim Stadtderby gegen Hamburg. Ja, ich glaube, wie gesagt, mehr als Platz 4 wird es aber nicht, weil einfach, schauen wir uns das hier unten an. Schalke, Hamburg, Hertha, ich glaube, die werden einfach nicht zu überholen sein. Das gilt für alle Teams, wobei ich mir aber vorstellen kann, bei 1-2 Überraschungssiegen von Pauli, bei einer noch besseren Konstanz, dass man wirklich diese Konstanz noch länger hält, vielleicht geht dann doch noch was nach oben. Mein Platz 3... Jetzt muss ich leider Hertha nehmen. Ich glaube einfach, dass momentan Schalke und Hamburg nicht überholen sind. Der Grund ist halt einfach, dass Hertha, ja, wir haben kein Mittelfeld derzeit. Es geht um die derzeitige Prognose. Derzeit haben wir kein Mittelfeld. Wir haben auf den rechten Flügel nur einen Spieler. Wir haben Ducek als Linksverteidiger, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist. Das sind einfach drei Positionen, die nicht gut besetzt sind. Ja, da muss mehr folgen. Die Transfers bis hierhin sind, ja, nicht gut. Die Verkäufe laufen schleppend. Wir kommen nicht zu den Transfers. Ja, Demme ist immer noch nicht hier. Es zögert sich immer weiter hinaus. Und ich glaube, dass es nur für Platz 3 reicht, wenn überhaupt, wenn nicht Pauli oder Düsseldorf uns noch überholen. Ich traue aber Pal Dardai vieles mit unserer Hertha zu. Ja, Platz 2 ist für mich Hamburg. Möglicherweise, oh, wäre doch lustig, wenn Hamburg und Pauli nochmal die Plätze tauschen und Hamburg nochmal eine Runde in der zweiten Liga geht. Ich glaube aber, so langsam wird es wirklich Zeit. Die haben jetzt 30 Millionen Euro von ihrem Investor da bekommen. Die geben sie natürlich nicht ganz für Spieler aus, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, trotzdem. In der Verteidigung haben sie sich jetzt verstärkt, in der Offensive auch. Özdunali haben sie zum Beispiel geholt. Sie haben immer noch ihre Stammspieler, zum Beispiel Glatze und Reis, gehalten. Die Rechtsverteidigungsposition, die ist wirklich eine Schwäche. Also da mit Haier noch anzugehen, das ist echt zu schwach. Ja, mal gucken, bei Hamburg, der Walter muss ein bisschen sein Spielstil umstellen. So, Walter Ball nach 2 Jahren war immer noch nicht wirklich ertragsreich. Da müssen sie den Spielstil eigentlich umstellen. Ja, kommen wir zu Platz 1. Ich brauche nicht viel dazu sagen. Schalke,
Die haben schon Erfahrung in der zweiten Liga, vor 2 Jahren schon bereits Meister gewonnen in der zweiten Liga. Die haben die Fans hinter sich. Das Team ist sogar meiner Meinung nach echt gut. Also Schallenberg, Lino Tempelmann im Mittelfeld jetzt mal zum Beispiel. In der Offensive haben sie Terodde behalten. Ja, ich finde, dass Schalke wie immer gute Ansätze hat. Ob sie die dann wirklich umsetzen unter Thomas Reis, ja, ich bin gespannt. Mit Thomas Reis haben sie auch noch einen guten Trainer. Ich bin sehr gespannt. Das wäre damit meine Abschlusstabelle. Meister wird Schalke, Hamburg steigt auf, Hertha geht in die Relegation und wird natürlich gewinnen dann gegen Heidenheim, ist ja klar. Pauli und Düsseldorf scheitern knapp am Aufstieg. Karlsruhe spielt überragend. Nürnberg überrascht. Paderborn sieht nicht ganz schlecht aus. Magdeburg vollkommen solide. Hannover mehr oder weniger nur Durchschnitt. Hansa Rostock ist überzeugend, 11. Platz. Kiel, Fürth und Kaiserslautern spielen eine eher unauffällige Saison. Braunschweig entkommt knapp der Relegation. Osnabrück geht in die Relegation und gewinnt natürlich. Ja, und absteigen werden Elversberg und Wiesbaden. Wichtig, das ist meine Meinung. Jeder von euch wird wahrscheinlich eine andere haben und sich denken, was macht dieser Idiot da eigentlich? Ja, von daher, sollte euch trotzdem dieses Video gefallen haben, lasst gerne ein Like da. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts von um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag euch noch, schönen Abend euch noch und tschüss.